Jo, was geht ab, Leute? Philipp ist back mit einem neuen Video. Und ja, heute gibt es noch nicht das FAQ, das verschiebt sich noch ein bisschen. Also das heißt, ihr könnt jetzt nochmal Fragen stellen, ja, in den Kommentaren oder auf meinen Social Medias. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, weil heute gibt es noch ein kleines Schuhreview, muss ich halt jetzt wieder bringen wegen der Aktualität und so, weil der Schuh halt letzte Woche rauskam. Und wenn ich das jetzt erst noch später bringe, dann interessiert es noch weniger Leute so. Deswegen bringe ich das halt jetzt. Ist ja kein Problem, so FAQ läuft ja nicht weg und so. Und ja, ich habe hier auch ein bisschen die Sommer-Vibes ja, reingebracht jetzt mal in das Video-Setup hier quasi. Ich hoffe, dadurch kommt der Sommer jetzt auch wirklich mal ein bisschen an hier. Also hier im Norden ist echt katastrophal das Wetter. Ja, nee, kleiner Spaß, das ist nur von meinem Abi-Zeugnisübergabe eine Blume, die ich da bekommen habe. Also ich bin jetzt offiziell auch gar kein Schüler mehr und ja, habe jetzt erstmal frei quasi, bis das Studium anfängt und so. Und ja, wollte ich nur mal so sagen, vielleicht interessiert es ja einige von euch, weil auf Snapchat haben mich auch einige gefragt. Folgt mir da übrigens, ich blende meinen Namen ein. Da habe ich nämlich gestern, also wenn ihr das Video seht, vorgestern, Fotos von der Übergabe so gepostet und so, haben mich einige gefragt, so was da läuft und so. Ja. Deswegen wollte ich es mal kurz ansprechen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auf jeden Fall mit dem Schuhreview. Und zwar stelle ich euch heute den New Balance X Ronnie Fike X Dover Street Market 574 Sport vor. Das ist der ganze Hase hier. Ein New Balance. Das Modell wurde jetzt quasi, glaube ich, neu in den Markt reingebracht mit dieser Collab von eben Ronnie Fike, von Kith und Dover Street Market. Ich habe den auch bei Dover Street Market gekauft, deswegen keine Zollgebühren und so, weil das hatte ich ja letztens bei meinem Vulcano Gel Diabolo und das war ja ganz schön doll. Deswegen Dover Street Market London war, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen später nach Release, eine halbe Stunde, also da war es in manchen Größen schon ausverkauft, aber ich habe meine 44 jetzt hier genommen, war dann noch da und ich glaube ganz kleine Größen gibt es auch noch, aber ansonsten ist der schon auch wieder sold out. Also an sich hier, ihr seht, schwarzer Schuh, den gab es in drei Colorways, noch in einem gräulichen, ich blende euch die Bilder ein, mit einem so blau, grau und so. Ich habe mich jetzt hier für den schwarzen entschieden, weil, ja, das Highlight des Schuhs, ihr denkt vielleicht, ah, was ist das für ein schwarzer Schuh, warum zieht man sich den so, ist doch unnötig, aber Leute, ich lasse mich ja nicht lumpen und zwar hat der Schuh hier ein ganz besonderes Special am Start und zwar seht ihr ja schon hier die New Balance Zeichen, also das N von New Balance hat ja hier unterschiedliche Farben, ne, und wenn ich jetzt hier noch den zweiten Schuh nehme, seht ihr, das sind nochmal unterschiedliche Farben. Und ja, wie geht das? Ist natürlich ganz klärchen, ne? Man kennt es noch aus dem Grundschulalter, der gute alte Klettverschluss. Ja, also ihr seht hier, man kann ganz easy hier einfach Klettverschluss das N abmachen und auch wieder rauftaggen. Also ja, insgesamt gab es 28 verschiedene Ns, also nicht verschiedene, 28 Ns, also 14 verschiedene, weil ja, für jeden Schuh halt 14 quasi, ne? Macht ja Sinn. Also, diejenigen, die ein bisschen mathematisches Verständnis haben. Und ja, also da gab es halt auf jeden Fall verschiedene Farben. Hier seht ihr so Salmon, hier Weinrot, Hellblau, Weiß. Verschiedene Weißtöne, verschiedene Schwarz, also nicht verschiedene Töne, aber mit Reflective, nicht Reflective, komplett Schwarz und. Also kann man sich auf jeden Fall die Schuhe so zusammenstellen, wie man gerade lustig ist, was man für gerade eine Farbe feiert. Und ja, das fand ich halt echt eigentlich ein cooles Feature so. Das hatte ich vorher jetzt auch noch nicht gesehen auf irgendeinem Schuh. Deswegen habe ich mir den auch gezogen. Ja, ansonsten, das Obermaterial ist aus Leder und hier oben so ein bisschen Mesh hier an diesem Sockeliner. Das ist halt auch wie beim G-Lite 5, wenn ihr das kennt. Und ja, hier vorne auf jeden Fall schönes, weiches Suede und Nubuck-Leder. Also ist auf jeden Fall sehr gut verarbeitet. Fühlt sich sehr weich und sexy an, das Leder. Also gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. Hier in der Insole ist dann hier einmal Dover Street Market Branding. Ich blende natürlich die Close-Ups ein, ihr wisst Bescheid, man kennt ihn. Und ja, auf der anderen Seite dann, whoops, das Ronnie Fike, ja moin, das Ronnie Fike Branding quasi. Und ja, die ganzen Ends werde ich euch auch noch zeigen. Also wie gesagt, ich habe mir den Schuh halt geholt, weil ich dachte, es ist halt ganz nice, so man kann immer den Schuh quasi so variieren, wenn man jetzt mal keinen Bock mehr hat auf die Farben. Das Ganze kam hier, ich glaube, ich habe hier schon ewig kein New Balance mehr gehabt, in dieser New Balance Standard Box. Die Special Box gab es dementsprechend scheinbar nur bei Kit. Dazu gab es dann hier noch weiße Laces, habe ich auch schon überlegt, ob ich die reinmache. Ich denke mal, das mache ich sogar noch. Und ja, wenn ich das hier mal alles rausnehme,
Ja, ihr werdet es ja auf den Bildern sehen. Ich zeige jetzt nur mal hier, habe ich die ganzen Ends drin. Gibt es halt alles Mögliche hier, diese Farben. Also da sollte auf jeden Fall halt jeder fündig werden, sag ich mal. Ne? Hier seht ihr weiß mit reflektierendem Rand, hier weiß kompletter Rand. Die Ends sind auch aus verschiedenen Materialien. Also Leder ist da zum Beispiel am Start oder auch ja, Nylon oder so, habe ich jetzt gelesen. Ist mir eigentlich auch egal, aus was das ist, Hauptsache das sieht gut aus. Hier alles Mögliche, die schwarzen, also schwarz finde ich jetzt nicht, würde ich jetzt eigentlich nicht drauf machen, weil ist ja gerade so der Gag, so der schwarze Schuh und dann halt diese auffälligen Ends. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, für jeden sollte da was dabei sein. Die Lieblingsfarbe könnte auf jeden Fall vertreten sein und dann, ja, muss man einfach mal gucken, wie man sich das zusammenstellt. Ich habe mich jetzt halt echt erstmal hierfür entschieden. Ja, wie gesagt, das kann man ja täglich ändern. Also immer, wenn man quasi die Ends dabei hat, könnte man sie auch stündlich ändern. Aber gut, reicht auch so. Ich würde sagen, das war es auch erstmal jetzt zu dem Schuh so. Ich habe gleich noch ein On-Feed für euch. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert meinen Kanal für wöchentliche Streetwear- und Sneaker-Videos. Und ja, wie gesagt, vergesst nicht die Fragen. Checkt mein Instagram, mein Snapchat und alles Mögliche, was in der Beschreibung ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.